Und herzlich willkommen auf YouTube. Endlich gibt es frische Graveyard Keeper Folgen. Und ja, natürlich auch wieder diesmal live auf Twitch und aufgezeichnet und geschnitten und getan und gemacht und überhaupt und generell. So, wir sind wieder bei Graveyard Keeper. Ich habe mir gerade schon mal angeguckt, was uns bei den NPCs noch so aussteht. Wir haben viele Sachen haben wir schon geschafft, aber viele Sachen müssen wir eben noch tun. Ich habe mir überlegt, wir machen als erstes so ein bisschen Säure, damit wir, oder mal gucken, wie wir überhaupt an Säure kommen oder wie wir das herstellen können, damit wir das mit dem Tagebuch gebacken kriegen. Restaurationswerkzeug haben wir schon. Handelslizenz, da muss ich dann nochmal sehen, dass ich diesen Passierschein überhaupt nochmal kriege. Und ja, das hat alles ja nicht so gefruchtet, den habe ich mir wohl irgendwie versaut. Ja, und was wir, glaube ich, auch noch ganz easy hinbekommen sollten, wäre über für den Episkop, dass wir hier den Friedhof auf 30 kriegen und die Kirche auf 20. Auf 17 sind wir schon, also das sollten wir auch gewuppt kriegen. Das ist mal fürs Erste. So. Wir haben hier herstellen Säureinjektionen. Diese Flüssigkeit kann eine Leiche auf dem... Jetzt frage ich mich, wo wir hier eventuell auch Säure noch herstellen können. Einbalsamierungsflüssigkeit 2. Da ist noch gar nichts. Da geht das auch nicht wirklich weit. Destillat. Was ist denn Destillat? Destillationswürfel 2. Ich schalte das mal frei. Ich schalte das jetzt einfach mal frei. So, Gold-Silber-Injektion, dunkle... Nein, dunkle Injektion. Also ich denke mal, das wird fast das brauchen, oder? Was ist das? Herstellen Ruhestättengebet. Leichenhallenregal, Blaupause, Leichenhallenregal. Da können wir uns erstmal umschauen. Wir schauen uns erstmal um. Und mal gucken, was wir überhaupt da unten erstmal bauen können. Wir brauchen ja sowieso erstmal diesen Alchemietisch oder wie das Ding hieß. Da, wo wir dann Sachen herstellen können. Ich will hoffen, dass wir das hier bauen können, auf der Stelle. Das weiß ich nämlich nicht. So. Ey, Hand... Ach, Gottes Willen. Da geht das mir schon wieder los. Arbeitstisch. Alchemietisch 1, Alchemietisch 2 können wir schon bauen. Alchemiemühle müssen wir bauen. Oh, da müssen wir also wieder ordentlich herstellen. Also, ich mache mir erstmal kurz Notizen, weil sonst vergesse ich sowieso wieder die Hälfte. Wir brauchen 20 Stein, brauchen wir. Wir brauchen 20 Stein. Wir brauchen diverse, komplexe Eisenstücke. Das sind also Minimum 11. Glaube ich, wenn ich mich jetzt... Also komplexe Eisen. So, dann haben wir noch Alchemiemühle. Ich werde einfach mal alles ein bisschen herstellen hier. Einfache Eisenstücke, das sind 4, 8... Ah ne, Arbeitstisch brauchen wir ja gar nicht. Dann brauchen wir nochmal 4, 8 Nägel. Eisenstücke. Stücke. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt genug Eisen auf Lager haben. 4 und 8. 8. Wir brauchen natürlich noch hier diese Kameraden, die Stahlteile. 2 Stahlteile. Ich weiß gar nicht, die haben wir, glaube ich, noch gar nicht freigeschaltet, die Stahlteile. Dann brauchen wir noch kegelförmige Gefäße 3. 3 kegelförmige Gefäße. Gefäße. Was brauchen wir hier denn noch? Holzkonstruktion. Werkbank 2. Ah, da müssen wir auch nochmal bei. Ah, ich glaube, das dauert dann alles noch ein bisschen länger. 6 Holzkonstruktion. Was ist das hier noch? Polierter Stein. 2 polierte Steine. Liste wird immer länger. Polierte Steine. Die Arbeitstisch hatten wir ja sowieso schon am Mann. Dann brauchen wir noch 6 Planken. Na gut, das ist ein Keks. Da brauchen wir nicht allzu viel. Ne, 6 Planken, das ist zu wenig. Ich rede ja Blödsinn. So, dann nochmal 6 Planken dafür. Also insgesamt 12 Planken. Also 12 Planken, nicht 6 Stück. So. Okay. Gucken wir doch mal. Wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Sachen. Eine Menge Sachen. Wir haben den Astrologentrag. Ich bin überlegen, wollen wir schon mal zum Astrologen ihm zumindest die Restaurationswerkzeuge schon mal geben? Ich weiß gar nicht, ob wir das schon getan haben. Ich glaube, die Quest-Items habe ich hier vorne reingeschmissen, ne? Oder auch nicht? Doch, Restauration. Ach, die habe ich in der Kiste. Doch, ist richtig so.
So, ich nehme die mal mit, die Restaurationswerkzeuge. Vielleicht können wir da schon mal ein bisschen was freischalten. Und ich gehe da mal zum Astrologen hin. Ich muss erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Ne? So ein bisschen, nicht, dass ich das Ganze konsequent hier weggespielt hätte, die ganze Zeit über, aber ja, ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, die letzte Folge nochmal angeguckt zu haben. Und wie das immer so ist, nein, habe ich nicht. Hab ich nicht. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn es wird doch schon gleich schon wieder dunkel. Und wir haben einiges auf der Liste. Einiges auf der Liste. Wir haben schon wieder den Predigertag am... Oh, das wird aber echt knapp. Das wird echt schweineknapp. Ob das man was wird hier. Dam, dam, da, 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 da. Können wir natürlich auch wieder gerne schreiben, ob das mit Ton okay ist. Ob das von der Grafik her okay ist. Ob ihr alles sehen könnt, ob alles gut ist. Ich meine, ihr hättet euch sicherlich schon beschwert, aber ich frage ja nur. So. Patz. Reden. So, ich... Ah, hier, guck mal, da müssen wir ran. Zack. Ich hoffe, hier ist das richtige Werkzeug. Ich habe schon Besseres gesehen, aber ich glaube, das funktioniert auch so. Siehst du, dann haben wir nämlich dann die eine Quest haben wir nämlich dann schon weg. Ach, Säure, da. Ich habe Säure. Nee, habe ich nicht. Ich muss auch noch Säure kaufen. 40 müssen wir haben, 30. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall... Auf jeden Fall müssen wir noch Säure organisieren. Säure habe ich jetzt aber auch nicht gesehen im Technologiebaum. Also zumindest nicht hier unter Alchemie. Und da hätte ich jetzt gedacht, dass wir das da irgendwie finden. Ist das hier sonst noch irgendwo drunter? Säure? Säure, Säure, Säure. Hier ist keine Säure. Einfach nochmal überall nochmal reinduschern. Aber ich merke mir sowas nämlich in der Regel überhaupt nicht. So, da müssen wir auch nochmal bei hier. Auch unbedingt. Das ist nämlich auch so Silberdünger, den wir machen können. Hätte ich schon geweint. So, Glasbläserei. Glasbläserei 2. Ach, da müssen wir ja auch wieder ordentlich reinbuttern. Eisenguss. Da, guck mal, da haben wir nämlich die Stahlteile, die wir machen müssen. Gefertigt in Ofen 3. Also haben wir noch einiges zu bewerkstelligen, bevor das hier mal richtig rund geht. Wertvolle Materialien. Da brauchen wir sicherlich nachher auch Schwefel für Säure. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Habe ich aber, glaube ich, schon mal erwähnt. Hier ist auch alles gut. Ja, wir müssen grün haben, wir müssen wieder blau haben. Das heißt, wir müssen forschen und wir müssen Dinge tun. Miha Gaming ist da. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Nehmen wir ein paar Äpfel mit, wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir auch ein paar Äpfel mit. Kriegen wir auch ein bisschen Grün bei raus. So, vielleicht können wir hier nochmal rausbuddeln. Toll, jetzt habe ich mir... Naja, gut. Nehmen wir das Stückchen Holz mit. Was soll's? Was soll's? Kriegen wir auch wieder Punkte für. Hier ist so ein komischer... Warte mal, ich will mal eins kurz gucken. Hier können wir nichts machen, ne? Schade. Hier ist nämlich auch schon so eine komische Presse. Ah. Ich meine, so eine Presse brauchen wir nachher auch noch irgendwie. Spätestens dann, glaube ich, wenn wir Wein herstellen. Würde ich mal behaupten. Ich weiß es natürlich nicht. So. Hatten wir noch irgendwas Interessantes dabei? Eine Geschichte hatten wir dabei. Keine Leichen. Leichen müssen wir auch nochmal bei. Ach, wir müssen so vieles. Immer ein bisschen hier, ein bisschen da. Ich würde auch fast sagen, wir machen als allererstes die Kirche erstmal. Da kann ich das Zeug ja nicht mitnehmen, ne? Können wir da hier so rein? Doch, können wir. Okay, sehr gut. Können wir das Holz auch gleich so mitnehmen. Und dann müssen wir nicht den langen Weg latschen. Und wir müssen auch nochmal gucken, was wir für den Dünger brauchen. Oh, wir müssen so vieles. Wir müssen wieder so viele Dinge tun. So, Holz haben wir auch da. Was brauchten wir noch für Dünger? Technologien? Dünger. Dünger. Spitzendünger am Kirchenarbeitstisch wird hergestellt. Alles klar. Kirchenarbeitstisch. Na.
Kirchenarbeitstisch. Kirchenarbeitstisch. Bau, 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 bau. Also hier an dem Ding, glaube ich. Kirchenarbeitstisch. So, das ist nun mal Papier. Was haben wir da? Hanfseil, bla bla. Laugeninjektion. Was brauchen wir dafür eigentlich? Lauge, logischerweise. Und Säure brauchen wir natürlich dafür. Gefertigt an Alchemietisch 2. Ah, ja. Okay, dann haben wir auch schon mal die Info, wo wir die Säure herkriegen. Das ist auch schon mal gut. Nordisch streamt wieder, da haben wir es gerettet. Ja, dankeschön. Was war das für ein Event? Ja, definitiv. Das war ein Hammer-Event. Kegelförmige Gefäße. Oh, das muss ich wieder. Die Gefäße werde ich ja sicherlich Spitzendünger. Da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Energieelixier, Stufe 1. Alchemietisch, Stufe 1. Ach, die kann ich tatsächlich. Kann ich die nicht. Ich überlege nur gerade. Alchemietisch 2. Ich frage mich nur gerade, ob ich, wenn ich nur den Alchemietisch 2 baue, ob ich dann nicht gleich alles machen kann. Offensichtlich ja nicht, so wie sich das hier so liest. Spitzendünger. Hm. Dann brauchen wir natürlich nur Erde für und Energieelixier. Ah, so, das ist natürlich wieder Elend. Alchemietisch. Dann brauchen wir unbedingt die Alchemietische. Und eben dann die verbesserten kegelförmigen Gefäße. Und die haben wir natürlich noch nicht. Die können wir aber schon im Ofen 2 schon herstellen. Die können wir im Ofen 3 herstellen. Werkbank für Holz 2. Aber wir müssen das mal aufrüsten. Heilige Mutter. So. Bin mal auf die Endsumme gespannt, weil alle Überweisungen eingetrudelt sind und die Unkosten abgezogen. Unkosten werden nicht abgezogen. Dann macht ihr mal keine. Dann macht ihr mal keine Sorgen. So. So. Politurpaste. Nee, ich wollte eigentlich gucken. Das kann ich doch auch aufwerten, das Ding hier, ne? Weil das ist ja diese. Fertigen. Das konnte ich doch auch aufwerten. Ofen 2. Ofen 3 müsste ich dafür dann auch erstmal wieder freischalten. Werkbank für Holz. Ofen 2. Haben wir noch alles noch nicht freigeschaltet. Ach. Mist. Wir müssen alles erstmal wieder freischalten, damit wir überhaupt da mal rankommen. Technologie. So, da müssen wir mal in die Schmiedekunst mal rein. Stahl, Kampfkünste. Eisenguss 3. Da kriegen wir einen Ofen. Da bräuchten wir auch wieder Forschung. Grünes brauchen wir dafür. Na, da sind wir wieder an derselben Stelle. Das heißt, wir müssen Rot irgendwie schaffen. Grün müssen wir irgendwie schaffen. Und Rot müssen wir schaffen. Dafür müssten wir aber auch wieder. Ja, wir müssen forschen. Wir müssen wieder alles machen. Das ist unglaublich. Wir müssen wieder so viele Dinge tun. Okay, ein bisschen Papier haben wir auch noch. Da müssen wir links auch noch mal bei. 31 Glauben, da können wir auch schon wieder ein bisschen forschen. Können wir so einiges forschen. Auch nicht die PayPal-Gebühren. Ja gut, PayPal-Gebühren ist alles eine Sache, aber die werden ja sowieso sofort abgezogen. Also wenn jemand über PayPal spendet, werden die Gebühren ja sowieso sofort abgezogen. Und das waren jedes Mal 32 Cent. Ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt an der Summe als solches hängt. So, das. Ach, ich mache wieder die falsche Taste hier. Wenn wir überlegen, ob wir Schleifstein, ob wir das vielleicht auch mal erforschen können. Pilze können wir sicherlich erforschen. Ich nehme mal einfach mal alles mit, weil ich ehrlich gesagt auch gar nicht weiß, was wir schon alles erforscht haben. Ich meine, zerfällt in nix. Zerfällt in nix. Zerfällt in weißer Geier was. Zerfällt, was weiß ich, auch in irgendwas. Da können wir nichts machen. Kompost haben, ob wir sowas erforschen können. Hier, sowas können wir vielleicht auch mal erforschen. Maden können wir sicherlich auch noch mal erforschen. Garantiert. Fische erforschen. Ja, genau. Wir werden jetzt mal Fische erforschen. Bienenwachs.
Wenn wir erforschen. Wir erforschen einfach alles. Wir nehmen alles mit. Geht gar nicht mehr sinnvoll. Ja. Na, das muss man tatsächlich sehen. Also ich denke auch mal, es wäre noch ein bisschen was über YouTube, wird halt garantiert noch reinkommen. Für die Leute, die das Event verpasst haben oder, keine Ahnung, die halt Twitch nicht so auf der Pfanne haben, sondern eher halt dann YouTube. Ich weiß das nicht. So, wir brauchen natürlich auch wieder Dinge, die ich wieder nicht machen kann. Oh Mann, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Ich brauche nämlich, war das jetzt hier? Nee, war das hier? Muss mich schon wieder umgucken. Ich kriege das wieder nicht gepeilt hier. 38 haben wir doch, alles klar. Ich dachte mal, naja, ist okay. So, da haben wir, können wir ein bisschen untersuchen, können wir ein bisschen machen. So, F. Oh, wir haben den Predigertag, oh Mann. Puh, der Essenz, oh, das ist auch interessant. Essenz ist sicherlich auch mal interessant. Die Geschichte, und wir müssen nochmal wieder predigen. Habe ich schon wieder komplett vergessen. Warte mal, wir laden das den ganzen Schmodder mal da oben rein. Ich muss mal ganz schnell predigen. Nochmal einen kurz erzählen und dann zack. Moin! Mach gleich sofort die Predigt, geht gleich los. So, die nehmen wir mal dahin, das dahin. Ehrliches Gebet dahin. Die Blumen können wir auch mal erforschen. Vielleicht kriegen wir da auch noch ein bisschen was raus. Was ich jetzt gerade sehe. So, mal schnell einen abbeten hier. Zack, Predigt wählen, bitteschön und Schuss. Oh, das war nochmal rechtzeitig hier. Wäre doch toll, wenn die 14k noch voll werden würden. Ja, auf jeden Fall, aber wir haben mit den 13.333 Euro, wie es dann halt direkt am Abend noch gewesen ist, haben wir schon echt genug erreicht. Also das ist schon echt enorm. Und da brauchen wir uns, glaube ich, nicht verstecken, ob die 14.000 nun voll werden oder nicht, aber es ist schon der Hammer. War wirklich schon der Hammer, muss ich sagen. Und wir haben da auch echt nicht mit gerechnet. Also ich persönlich, ganz ehrlich, ich hatte schon damit gerechnet, dass wir die Summe nochmal wieder zusammenkriegen vom letzten Jahr. Und dass wir die auch noch ein bisschen toppen können. Das hatte ich mir eigentlich auch gewünscht und auch gedacht, dass es halt so weit kommt. Aber ich bin vielleicht so, ich war nachher so, dachte ich mir, ja gut, 8.000, vielleicht 9.000 schaffen wir vielleicht mal. Das war eigentlich so, dass das hatte ich so im Kopf. Aber dass es dann nachher fast das Doppelte ist von dem, was wir letzten Jahr hatten. Also das ist fast unbegreiflich. Das ist echt der Hammer. Das ist echt, echt der Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Hat natürlich auch in gewisser Art und Weise und hat natürlich dann auch irgendwo wieder Nachteile. Warum Nachteile, fragt ihr? Das hat aus dem Grunde einfach nachher Nachteile. Weil irgendwann ist halt mal Schluss. Ne? Wir können jetzt nicht erwarten, dass zum Beispiel nächstes Jahr. Und wir haben es ja eigentlich schon, normalerweise kann man davon ausgehen, dass nächstes Jahr wieder so ein Event stattfindet. Können wir jetzt nicht erwarten, so wir haben dieses Jahr, sagen wir, wenn es 14.000 werden, ne, können wir nicht erwarten, dass es nächstes Jahr 28.000 werden oder dass es nochmal explizit viel mehr wird. Ne? Man muss halt dann halt irgendwann auch sagen, okay, jetzt ist irgendwo ein Peak erreicht, jetzt können wir auch nicht mehr. Ne? Das muss man halt auch sehen. Nicht, dass wir das nicht wollen oder so. Kann ich das eigentlich erforschen? Ja, kann ich hoffen. Torf. Okay. Wir können es aber zumindest erforschen, das ist schon mal gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das einen Sinn macht, was wir hier tun, aber offensichtlich generieren wir Punkte und dann ist es halt auch gut. Und dann kriegen wir ordentlich grüne Punkte. Siehst du, das ist auch schon mal nicht verkehrt. Nehmen wir das noch dazu. Also davon muss man sich so ein bisschen verabschieden, ne? Flüssigkeit Essenz. Schön. Bienenwachs nehmen wir jetzt auch mal mit dazu. Ich weiß nicht, ob das einen Vorteil hat, wenn wir das erforschen, aber. Aber wir kriegen erstmal satt Punkte dafür. Das ist ja schon gar nicht verkehrt. Für die Summe muss man sich nicht schämen, wenn das nächste Jahr nicht mehr wird. Nein, definitiv. Also schämen meine ich jetzt auch gar nicht, aber nicht, dass dann nachher der Anspruch entsteht, egal von welcher Seite. Dass man sagt, also jetzt haben wir jetzt aber letztes Jahr knapp 14.000 geschafft, jetzt müssen wir aber 28 schaffen oder 20 oder 15 oder, ne?
Kann natürlich auch passieren, das muss man auch ganz ehrlich sagen, es kann natürlich durchaus passieren, dass wir nächstes Jahr vielleicht nur 3.000 zusammenkriegen oder 4.000. Ne? Man weiß ja immer nicht, was da alles dahinter hängt. So, was können wir noch? Können wir noch irgendwas anderes erforschen? Ich sammle gerade so ein bisschen Punkte hier. Das, ich glaube, ist gar nicht verkehrt. Ich weiß auch nicht. Man könnte jetzt natürlich hier Eisenrüstung und sowas erforschen, aber dann wäre der Kram ja weg. Das würde ich jetzt auch nicht so gut finden. Oder haben wir, oder ist das weg? Ah nee, das ist gar nicht weg. Na gut, dann können wir das ja auch erforschen. Ich hatte jetzt Angst, dass die Sachen weg sind, aber dann können wir auch alles erforschen. Das ist super. So, Axt erforscht. Das gibt aber Sattpunkte. Das ist ja interessant. Das ist ja nice. Dann können wir ja mal so ein bisschen allgemein forschen. Ja, sehr schön. 401. Saugeil. Können wir Papier erforschen? Ich erforsche mal Papier. Ah ne, können wir gar nicht. Haha. Können wir gar nicht. Aber wir können die Schaufel mal. Wir forschen einfach mal alles durch. Ist ja egal, gibt satt Punkte. Gar nicht zu wenig, würde ich sagen. Zack, das Schwert auch mal. Ich weiß nicht, ob wir davon einen Vorteil haben, aber wie gesagt, es gibt Punkte. Zack. So, weiter geht's. Dann haben wir noch das Hämmerchen. Rostiger Hammer. Ah, da können wir satt und schmatzend. Jetzt haben wir fast keinen Glauben mehr. Und da brauchen wir schon 3. Alter Schwede. So. Puh. Das gibt aber Satzschmatzenpunkte. Saugeil. Finde ich sehr gut. Ach Nordisch, du hattest mich in den letzten Tagen wieder gehostet per Autohost. Wenn ich das letztens richtig verstanden habe, wolltest du das doch überarbeiten. Nicht, dass ich mich beschweren würde, aber trotzdem. Ich habe es überarbeitet, deswegen steht es ja drin. Nein, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich weiß nicht, ob das Frank jetzt gewesen ist. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Muss ich ganz ehrlich sagen, wer das war. Ich weiß eben nicht, wer das war. Ich hatte ja, oder es war ja, ich will nicht sagen Anliegen oder eine Bitte oder so, weil es ja letztendlich ist es ja meine Entscheidung. Aber ich hatte ja, es kam ja nachher die Idee, ja, warum ich denn halt Gronkh Auto hosten würde, weil der mich sowieso nie rehosten würde. Ne? Ich solle doch lieber kleinere Streamer oder generell, ich bin ja selber ein kleiner Streamer. Also es wäre jetzt, glaube ich, vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, oh, hier, ich bin ein Gönner. Aber ich solle doch lieber vielleicht kleinere Streamer hosten, weil, nehmen und geben, wie man so schön sagt. Und deswegen habe ich mir ein paar Leute rausgesucht, die ich kenne, in Anführungszeichen, wo ich gesagt habe, okay, warum nicht? Ne? Habe ich eigentlich das Herz eigentlich schon entfernt? Und deswegen habe ich mir, ich habe glaube ich ein gutes Dutzend oder so ein Dutzend Streamer mir rausgesucht, die ich halt hosten würde. Habe ich das Herz jetzt schon gekriegt? Ich fummel die mal auseinander, ich weiß jetzt hier nicht, was wir da... Können wir eigentlich hier irgendwas machen mit Ärztefusch? Können wir da was mitmachen? Ich glaube nicht. Ich weiß auch gar nicht. Knochen können wir nochmal, aber ich glaube, brauchen wir eigentlich auch fast gar nicht. Wir haben, glaube ich, auch da alles erforscht. Ich kann gleich oben nochmal am Tisch gucken, ob wir das, was ich jetzt eingesammelt habe, ob wir das schon alles erforscht haben, aber ich glaube, das haben wir schon alles. Nö, haben eigentlich schon alles gemacht. Da bedanke ich mich herzlich. Auch das brauchst du gar nicht. Das brauchst du gar nicht. Freue ich mich zwar drüber, aber brauchst du nicht. Wie gesagt, ich bin ja auch selber kein großer Streamer, also von daher ist das auch alles. Das Herz haben wir, das haben wir alles schon erforscht. Okay, das ist dann schon mal gut zu wissen. Das schmeißen wir alles erstmal hier rein. Neunmal glauben. Ich habe bloß eigentlich meine Schleifstein. Den kann ich auch nicht erforschen. Das ist eigentlich auch schon fast Müll hier, weil das auch fast kaputt ist. So. Dann kommt das halt in die Anglerkiste. Das kommt auch in die Anglerkiste. Glauben, den könnte ich... Ja, schmeiße ich hier sonst mit rein. Hatte ich die Geschichten hier nicht auch irgendwo drin?
Hier hatten wir die Geschichten mit dran. Die silberne Geschichte sammeln wir jetzt auch erstmal wieder so ein bisschen. Schleifstein, weiß ich nicht, ob wir damit irgendwas machen können. Huch. Den können wir auch oben eigentlich hinpacken. Das Hosen Rain funktioniert bei mir eh selten. Ich muss immer händisch den Kanal hinterher wechseln. Es geht auch sowieso nicht immer. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Fernseher gucke, dann kriege ich das ja auch nicht mit. Das ist auch mal ein bisschen doof. Aber es ist halt so. Ich glaube, ich werde den Schleifstein auch mal hier lassen. Obwohl, ich muss ja auch noch mal ein bisschen Werkzeug noch mal fertig machen. Ja. So, das ist noch in Ordnung. Aber ich glaube, die Pickaxe müssen wir noch mal fertig machen. Ach, ja, ich weiß. Schlafen gehen. Das ist, kommen wir mal, wenn man vom 100. ins 1000. kommt. Ich vermisse das Napoleon-Projekt, wo unter anderem du und Asrak dabei waren. Ja, das wird auch wiederkommen, das Napoleon-Projekt. In der Form weiß ich natürlich jetzt nicht, keine Ahnung. Aber wir haben uns eigentlich so darauf verständigt, dass das weitergeht mit der Alpha 17. Auf irgendeine Art und Weise. Irgendwie, keine Ahnung. Also das sollte doch machbar sein. Nur irgendwann ist die Frage. So, Papier haben wir noch dabei. Wir packen mal das da rein. Wo ist denn der Schleifstein? Habe ich den nicht eingesammelt oder was ist hier los? Wieder eine Ressource. Hä? Bin ich jetzt irgendwie was drin? Hatte ich nicht eben den? Ach so, das ist der volle. Der andere war kaputt gegangen. Ja, alles klar, schon gut. Alles klar. Kann ja eigentlich nicht. Aber doch, kann doch. Ah, so. Hier geht nichts weiter ab. Da haben wir zu wenig. Okay, gut zu wissen. Obwohl wir haben. Ja, hier müssen wir auch wieder bei. Es ist wieder überall. Wir müssen überall in Action gehen. Habt ihr eh noch Jahre bis zur Alpha 17, ja. Ja, ich befürchte das auch. Aber es kann auch mal von heute auf morgen ganz schnell gehen. Also, das ist, so ist es ja nicht. Zack, kriegst du plötzlich die Meldung, dass es bald losgeht. Wäre nicht das erste Mal. So, einmal anfertigen. So, wir pflanzen. Zack. Und ja, Zwiebeln können wir mal. Gau. Fertigen. Pflanzen, so, erstmal alles pauschal, zack, pflanzen, und pflanzen, hä? Nein, ich will eigentlich da pflanzen. So. 3, 3, 3, wer können wir nicht? Das ist aber nicht gut. Ein paar Zwiebeln hatten wir hergestellt, Zwiebeln hatten wir auch in Silber sogar. Das ist natürlich nicht so schön. Was ist das überhaupt? Kürbiskern. Yeah, wir müssen Kürbiskerne kaufen. Eigentlich. Oder haben wir das schon alle Kerne... Warte mal, ich glaube, wir haben nämlich auch alle Kerne noch nicht reingeschmissen. Na, so ran, daran wird es nämlich liegen. Zwiebelsamen. Das können wir hier noch mit reinschmeißen. Haben wir sonst noch irgendwelche Samen dabei? Nee, haben wir nicht. Können wir hier vielleicht noch irgendwas anpflanzen? Na, Hanfsamen können wir noch reinschmeißen. Dann war es das aber auch schon wieder. Zwiebelsamen. Ach so, weil das einmal silberne sind, alles klar. Zwiebel. So, Zwiebel. Ah, wir müssen so vieles haben. Alles gleichzeitig am besten. Na, diese neue. Den neuen, ja, den Alchemietisch und machen und überhaupt und generell, das ist alles. Bisschen was von allem brauchen wir immer, ja. So, ich glaube nicht, dass die Alpha 17 noch dieses Jahr kommt. Doch, denke ich mal schon. Doch. Also
Es ist natürlich nur, es ist vielleicht nur eine persönliche Einschätzung, aber ich denke schon. Ich denke schon, dass er noch dieses Jahr kommt. Das wäre echt schlimm, wenn er dieses Jahr nicht mehr kommen würde. Ich vermisse auch Pelane und Ayuta und Mac und alle anderen, die schon mal mitgespielt haben. Mac hat nie mitgespielt. Also nicht bei uns jetzt, also nicht bei Azraq und mir. Also das war Ayuta, ja, okay. Ja, war es Ayuta? Nee, das war auch nicht Ayuta. Das ist egal. Aber ich weiß, was du meinst. Obwohl es da, schönen guten Tag. Ich glaube nicht, dass die A17 irgendwann mal fertig wird. Das glaube ich allerdings auch nicht. Langsam trudeln die Spezies wieder ein. Ja, ganz genau. Ganz genau. Die Spezialisten. Wir brauchen unbedingt einen Kistenmanager. Warum habe ich denn schon wieder Torf dabei? Ich Torfkopf. Ich will doch gar keinen Torf mit mir rumschleppen. So, damit ich den Schmodder eben nicht dabei habe. Ich will das gar nicht dabei haben. Kein Wunder, dass mein Inventar immer voll ist, wenn ich immer den ganzen Schmodder mit mir rumschleppe hier. So, was passt hier überhaupt noch rein? Naja, das ist auch schon wieder alles voll. Das kannst du knicken, kannst du das. Rübe. So, das kommt da rein, das kommt da rein. Ein Papier, das gehört eigentlich unten rein. Bräuchten wir eigentlich auch nur zum Forschen. Bräuchten wir also auch jetzt nicht unbedingt. Also hätten wir jetzt erstmal wieder alles weg. Und uns fehlt nun wieder nur ein Schädel. Dann können wir schon wieder ein bisschen Dekoration machen.